Logbuch. Oh, Musiknote, Tag, Stern, Monat. Furchtlos ist Mario in die Höhle eingedrungen. Gibt es den Schatz des Piratenkönigs wirklich? Mir bleibt nichts als warten. Und da sind wir. In der Höhle in Isla Corsaria, wo wir unsere Schätze finden sollen. Könnte so sein, die Piratenhöhle. Jetzt, wo wir beim letzten Mal Bartop überredet haben, in unser Team beizutreten, sind wir nun ready, alle Probleme zu meistern. Hier unser Bartom, dieser alte Bobom, fuhr zur See. Scarlet war seine Frau. Weiß nicht, ob das irgendwie wichtig ist, aber ja, ihr seht übrigens den Rang da unten mit der Insignie. Ich bin mir, mittlerweile bin ich mir schon relativ sicher, dass wir alle nochmal bestimmt upgraden können, weil wir kriegen ja so viele Insignien. Bestimmt kann man das, bestimmt. Warte, du kannst sogar sehen, wir haben 4 Stück. Ja, und es kommen ja noch 3 Chapter oder so auf uns zu. Von daher, er hat Bombe, macht gar keinen, kurz und gar nichts. Exklusive Angriffe gegen Bodengegner und Zeitbombe, 3 BP, 3 geworfene Bomben, die erst am Ende der nächsten Runde hochgehen. Und Nagarine, übrigens habe ich noch gar nicht im Kampf erwähnt, hat die Mauschelle, geht durch die Verteidigung, was richtig geil klingt, und 2 BP, Diebesgut, klaut Gegner Items und Orden. Ist also sehr situationsbedingt, aber der erste Angriff klingt ziemlich nice, wenn ihr mich fragt. Und... Gerdum! Also sorry, dass ich das mal wieder sagen muss, aber es erinnert mich total an Paper Mario 1. Mit diesem Koopa-Vieh mit deinen Ketten unten. Ihr wisst schon, wenn ihr es gespielt habt, dann wisst ihr, was ich meine. Hä, moin! Was geht denn hier ab, Mann? Okay, da brauche ich Comprida. Einen normalen Feuergegner haben wir, glaube ich, noch nicht bekämpft. Ach komm, jetzt hat der Hammer nicht gezählt hat. Coole Musik auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von, dass der Song immer wieder anders ist. In jedem Gebiet, das hält alles nochmal komplett fresh. Oder auch nicht. Was ist ein Hothead? Hotheads sind eine Art Feuermonster. 6 HP für Angriff, keine Verteidigung. Abgesehen von KP und Angriffskraft sind Hotheads aber der kalten Blut sehr ähnlich. Deshalb solltest du sie auch nicht berühren. Du würdest dich verletzen. Und du solltest sie auf gar keinen Fall mit Feuer angreifen. Das ist mein voller Ernst. Aufgrund ihrer feurigen Natur fürchten sie Eis und Wasser. Ach, Bomben zeigen bei Hotheads eine gute Wirkung. Dafür ist Verteidigung besonders wichtig, sonst setzen sie dich in Brand. Warte, Bomben sind gut gegen die? Ich dachte, die sind gut gegen Bomben. Die können das einfach anzünden und bumm, weg bis die Bombe. Aber, okay, ich vertraue da Gumbrina, wenn sie das sagt, dass es das Gute ist. Übrigens, wir sollten nicht so viele Kämpfe machen, denn wir haben nicht viele BP und können auch nicht viele aufladen. Außer wir kriegen irgendwann Level up, aber ihr seht ja oben rechts, das würde noch eine Weile dauern. Ach, geil. Und die treffen mich mit jedem Hit. Sehr toll. Ja, du kannst nichts machen, Lady. Ja, ich kann eigentlich auch nichts machen, ne? Ja, ehrlich gesagt kann ich auch nichts machen. Ich könnte Maxi-Beben einsetzen. Oder den Sternfit. Könnten versuchen, uns wieder aufzuladen. Es wird wahrscheinlich nichts bringen. Weil ich bin auch kein Fan von dieser Attacke. Und meistens kriegt man wirklich wenig hiervon. Aber ich kann dennoch mal versuchen. Dass wir hier ganz viele BP aufladen. Komm schon. 6. Besser als letztes Mal. Sag ich mal so. Und da wir sowieso nur 20 tragen können. Passt. Du kannst nichts machen. Du kannst erstmal eine Scheunlage einsetzen. Yay! Könnten wir in der nächsten Runde einen Maxi-Beben benutzen, um diesen Kampf jetzt zu beenden? Das Timing ist echt nicht leicht. Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, genau. Maxi-Beben. Wir sind auf jeden Fall beide tot und wir müssen es ja theoretisch noch gar nicht perfekt machen. So ein fast perfekter reicht schon, um die zu besiegen. Also, here we go! Blam, blam. Das ist kein Problem mehr für uns. So. Ich hoffe aber, dass diese Vulkanhöhle, nenne ich jetzt mal, dass die ein bisschen mehr Abwechslung hat und nicht so ähnlich ist wie die aus dem ersten Paper Mario, weil ich beschwere mich hier schon ziemlich oft diesen Let's Play, dass vieles einfach nur wie im ersten Paper Mario ist und ich finde das halt sehr unkreativ. Dun, 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 dun.
Deshalb, ich möchte mehr Variation haben. Kann ich da rüberspringen? Ich kann nicht rüberspringen. Wie komme ich da ran? So nicht. Kann ich hier stehen? Ich kann hier stehen. Ich komme dem Mast vorne stehen. Okay. Und da ist was für... Ne, warte mal. Nicht für Kupio. Ich glaube, Kupio brauchen wir gar nicht mehr gefühlt in diesem Let's Play. Wir können einfach jetzt über alles rüberfliegen. Wie komme ich denn da hin? Ich glaube, nicht von hier. Boah, knapp. Wie kommen wir denn da hin? Gibt es vielleicht hier im nächsten Raum einen Weg nach unten? Da ist ja offensichtlich etwas. Ach nö. Oh, okay. Die können wir einfach so kaputt machen. Oh, warte, jetzt erinnere ich mich. Die haben wir nur im ersten Teil besiegt. Die haben wir hier noch gar nicht gesehen. Boah, aber das erinnert mich total wieder an erstes Paper Mario Spiel. Da gab es ganz am Ende im letzten Chapter so einen riesigen Raum nur mit solchen Kugelwilli-Kanonen. Und das war so nervig. Das sind die Willi-Kanone. Von diesen Kanonen werden die Kugelwillis abgeschossen. 5 KP, 2 Verteidigung. Sie greifen nicht selbst an, schießen aber immer neue Kugelwillis ab. Kugelwillis sind zwar lästig, aber du solltest zuerst die Willi-Kanone erledigen. Willi-Kanonen haben nämlich ziemlich große Vorräte an Kugelwillis geladen. Ziemlich große? Du meinst unendlich gefühlt. Oh, oh. Hä? Einer ist oben? Was macht das für einen Unterschied? Gabriela, kannst du mir erzählen, ob das... Nein. Ob das einen Unterschied macht? Ah ja, warte. Was eine Kugelwilli. Kugelwillis werden von Willi-Kanonen verschossen. Zwei KP, 4 Angriff, 1 Verteidigung. So rum, genau. Kugelwillis greifen frontal an, wenn du sie nicht vorher ausschaltest. Es ist, glaube ich, nur der Angriff von denen anders. Okay. Wie wäre es eigentlich mit einem Wutbeben? Das würde die beiden hinteren besiegen. Das können wir mal machen. So, sind die Kanonen schon mal weg. Und die sterben sowieso. Auf Kontakt. Von daher, easy win. Würde ich mal sagen. Yeah. Ja, ich muss meine BP halt aufsparen. Ich kann sie nicht einfach so verschwenden. No, no. So, wieder mein Little Bausch hier rausholen. Für den Fall der Fälle. Apropos Fälle, da ist ein Wasserfall. Und Mario fiel ins Wasser. Oh mein Gott, die Connections. Die Musik ist aber irgendwie... Kommt mir irgendwie bekannt vor. Warte, hier kann man springen. Okay. Stoppattacke! Geht so ins Wasser rein. Toll. Ansehen. Dieses Dingsbums hat eine Öffnung. Ich wollte, irgendein Item würde da reinpassen. Ja, das Ding, was wir schon gesehen haben. Und schau mal, was da rechts ist. Da ist ja dieser riesige pinke Bob-Omb. Was zur Hölle? Den gibt's als Gegner. Oh, ein Publikum ist auch. Gumbrina, ich brauche sofort Schadensbericht. Ich habe keine Ahnung, was ich gegen die tun soll. Ja, Moment. Das ist ein Grob-Omb. Grob-Ombs sind eine Art Bob-Omb, aber groß. 6 KP, es war nur eine Verteidigung. Sie greifen nicht an, sondern explodieren ganz einfach nach einer Weile. Das Problem ist, dass wir dabei auch Schaden nehmen. Und wenn sie sich aufladen, steigt die Angriffskraft bis auf 8 an. Feuerattacken und Bomben lassen sie sofort explodieren. Aber du solltest dir gut überlegen, ob du lieber kämpfen oder fliehen willst. Echt? Aber ich muss noch herausfinden, wie viele Erfahrungspunkte die geben. Ja. Juhu! Oder etwa nicht? Oh oh, die Lunte ist an. Das sieht gar nicht gut aus. Oh, stimmt, der Verteidigung. Aber das sollte ausreichen. Wahoo! Wenn man drittes Mal A drückt, dann macht er... zweites Mal, vor dem zweiten Mal. Ihr wisst, was ich meine. Mittendrin. Da macht Mario so einen cool Move. Das gefällt dem Publikum. Kriegt man mehr Sternpunkte. Ja. Genau. Speicherpunkt? Und man kann sich nochmal aufheilen. Werde ich im Auge behalten, aber nicht benutzen. Und was haben wir denn hier oben so Schönes? Eine weitere... Nicht runterfallen, Mario. Mario, bitte.
Eine weitere Insignie. Wovon dann so viele bekommt. Wieso komme ich da nicht ran? Dieser 3D-Effekt. Wo ist es denn? Warte, ist da drunter vielleicht ein Block? Ist hier so ein Block? Oh, ja, okay. Hat sich geregelt. Bidim. So, jetzt brauche ich gleich mal Mini Yoshi. Leider kann er nur seitlich fliegen. Warum auch immer. Und ein neuer Gegner. Ein fliegender Beetle. Ich wette, der macht großen Schaden. Aber lassen wir uns das doch von unserer Expertin erzählen. Na? Das ist ein Parakäfer. Parakäfer sind Käfer mit Flügeln. 5 KP, 3 Angriff, 4 Verteidigung. Genau wie normale Käfer. Feuerattacken und Bomben haben keine Wirkung auf diese Biester. Aber wenn du sie umkippst, sinken ihre Verteidigung auf 0. Das ist deine Chance. Also draufspringen, sagst du, ja? Und dann, oh, Alter! Oh! Okay, dann werde ich mal versuchen, draufzuspringen. Mit der Stampfattacke! Okay, schade. Hat jetzt nicht wirklich Damage gemacht, wie ich gehofft habe. Aber hey, er ist eingefroren. Das ist gut für uns. Bam, down. Und ich wette, mit dem anderen können wir das auch noch so machen. Boah, wir haben richtig Glück jetzt hier gehabt mit dem Einfrieren. Kommt uns sehr gelegen. Ja, normaler Sprung reicht da auch aus. Und Gombrena ist stark genug, ihn alleine wegzufetzen. Bam. Ansonsten kann man, glaube ich, auch Nagarino benutzen, die geht ja durch die Verteidigung durch. Aber dieses Konzept, durch Verteidigung durchzugehen, ist einfach für mich richtig cool. Ich weiß, im ersten Paper Mario gab es ja diesen Blitz, aber ich mochte ihn nicht so sehr, wenn ich ehrlich bin. Der war komisch. Aber egal. Kannst du da hoch? Bumm. Danke, Mann. Also an hohe gelegene Orte sollten wir Bartomb benutzen. Kehrt um, weichet. Kehrt um, geht nicht weiter. Ihr seid verloren. Was? Wir sind verloren, ne? Wovon faselst du da? Wer auch immer da mit uns redet, hat keine Ahnung von irgendwas. Okay, wieso können wir denn hier? Wieso können wir hier unseren Yoshi benutzen? Das verstehe ich nicht. Das sieht cool aus, das Ding hier. Generell die Höhle sieht ziemlich cool aus. Aber was hat das alles hier zu bedeuten? Ein roter Schalter, der macht bestimmt noch mehr aus. Okay, warte. Jetzt. Nein, das war zu früh. Kann ich einfach mit drauf? So? Oh. Oh. Ups. Ja, wow. Nochmal aktivieren. Oder geht das nicht mehr? Es ist auf Zeit. Es ist auf Zeit. Okay, hab's verstanden. Ich hab's komplett verstanden. Hätte sie auch Kupio machen können? Ich glaube, mit Kupio wäre es einfacher gewesen, oder? Apropos Kupio. Bevor ich den Sprung verkacke, hol du es mir einfach. Danke. Wie zur Hölle komme ich dahin? So einfach. Und dann hier warten? Ja. Dann hier einfach warten. Wie schön das leuchtet. Sieht das an der Wand dort? Oha. Dazu sage ich nicht nein. Sondern ja. Okay, wir haben jetzt einen Schlüssel bekommen. Zeig mal. Hier. Höhlenschlüssel. Öffnet eine Tür in der Höhle. Und da gab es unten beim Speicherpunkt eine Tür, ein Tor. Bin mir nicht sicher. Gehen wir einfach nochmal zurück und schauen nach. Ja, keine Ahnung, was das hier zu bedeuten hat. Da kann ich ja offensichtlich nirgendwo hinfliegen. Aber wir müssen doch irgendwo mal ein Boot finden. Oder vielleicht ein Cheep-Cheep oder so, als der helfen kann. Oh, ich kann einfach drüber springen. Oh, ups. Ich dachte, dafür brauche ich mein Mini-Yoshi. Nee, brauche ich nicht. Tatsache, hier ist wirklich noch ein Tor. Ja, auf damit. Sehr schick. Und rein da. Ich dachte, wir können doch nach unten, aber nee, da geht's nicht lang. Bitte nicht. Oh, man kann hier lang. Ich dachte, wir müssen mit der Rona vielleicht um was
wegpusten, aber scheinbar nicht. Kupio, kannst du mir das holen? Ja, dann muss schon ein bisschen hier lang. Danke. Boah, wie viele wir von denen. Wir werden so bombardiert von denen. Heilige Makrele, du. Okay. Das erschreckt mich ein bisschen. Zack. Jetzt. Boah. Wie knapp. Muss man sicher gehen? Boah, das ist richtig knapp bemessen, du. Und diese Wellen da unten sehen lustig aus, so gerollt. Alter! Der nächste! Was zur Hölle? Kann der den nicht einfach holen? Ich kann ihn doch werfen. Nee. Oh! Oh, danke. Hab ich nicht gesehen. Danke, Mann. Er kann also auch versteckte Blöcke finden. Gut zu wissen. Mario! Hier oben hätten die was verstecken müssen, komm. Hallo? Was war das denn jetzt? Spiel? Hallo? Soll das? Soll das so? Ja, okay, da rutscht man aus irgendeinem Grund ab, aber vorhin bei dem anderen Ding, da rutscht man dann nicht ab. Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung, ey. Schnell vorbei. Rissige Wände kann er jetzt also auch noch kaputt machen für uns. Wir haben ja schon mehrere gesehen im Spiel. Einen zum Beispiel in Rohlinge, direkt am Anfang der Höhle. Oder im Untergrund, meine ich. Katakomben, genau. Boah, da bin ich dann gespannt, wenn wir dann wieder zurück in den Rohlingen sind. Ach, nö. Ach, ach, komm schon, Spiel. Aua. Fliehen. Okay. Aufheilen. Was habe ich denn geguckt? Was habe ich denn so schönes? Ein Superpilz. Lecker. Und am besten noch einen Honigsirup reindrücken. Mm, fantastisch. Okay. Angriff! Bumm! Was muss ich machen? Nix? Okay, sehr schön. Sehr schön Damage gemacht. Was ist das? Das ist ein Item? Lass es mal. Tarncape. Okay. Cool. So, der ist down. Badom, kannst du ihn besiegen? Mit der Bombe! Halte A gedrückt, bis es aufleuchtet. 3 Schaden? Ja, okay, du bist doch nicht aufgegradet. Geupgradet. Geil. Aber trotzdem, ein bisschen mehr hättest du auch schon machen können, Kollege. Egal, was soll's. Juhu! Mit Badom sind die Kämpfe tatsächlich einfacher. Also diese Kämpfe hier gegen die Viecher. Und hoffentlich hat das letzte Chapter nicht so einen riesigen Raum nur mit denen voll. Bitte nicht. Nicht nochmal. Danke. Oh, die anderen sind direkt durch mich durchgeflogen. Sehr gut. Oh, weil noch. Hier sind noch mehr von denen. Ach du meine Güte. Ich glaube, es hakt. Fleisch. Boom. Ja, okay. Das ist der exakt gleiche Kampf wie gerade. Also wirklich jetzt. Hier gibt es keinen Unterschied. Nee, Zeitbombe lohnt sich auch nicht. Ja, also. Oh, cool. Da ist ein Eimer runtergefallen. Nicht, dass da irgendwas ändert, aber hey. Da habt ihr eure Abwechslung im Spiel. Falls ihr Abwechslung gesucht habt, da war sie. Crazy, ich weiß. Aber jetzt, wo wir schon so viele Partner haben, lasst mich mal wissen. Welchen Partner findet ihr eigentlich am besten? Und ich finde das am besten, dass wir jetzt endlich mal doppelte Erfahrungspunkte bekommen. Yippie-ki-yay! 20! Fast ein Level up. Einen Kampf müssen wir noch machen. Wenn nochmal diese Kanonen kommen, dann freue ich mich tatsächlich. Nee, okay, kommt keiner mehr. Besser ist es, denke ich. Besser ist es. Ja, keine Ahnung, von allen Partnern bisher würde ich entweder sagen Barbara oder Little Boshi. Die finde ich irgendwie am coolsten. Aber alle sind natürlich ziemlich cool. Hä, was zur Hölle? Was stimmt hier nicht? Was stimmt hier nicht? Was stimmt hier nicht? Es stimmt nicht, dass ich gegen den kämpfen muss. Aber egal, kämpfe halt gegen den. Was? Warum so viele? Hey, lass das sein. Die haben nicht viele Leben, aber ich habe Angst vor deren Angriff. Das heißt, wenn ich hätte ich jetzt in die nächste Runde nicht genug Damage gemacht, hätten die mich weggesprengt. Also mache ich lieber Maxi Beam, denn das reicht aus. Bei derer
KP-Klasse, sag ich mal. Zumindest wenn ich das jetzt richtig time alles, aber es scheint gut zu laufen. Sehr schön. Boah, verschwindet! Boom. Alle drehen sich jetzt. Alter, 24 Erfahrungspunkte. Stell dir vor, wir hätten das verdoppelt. Hätten wir fast ein halbes Level-Up gehabt. Aber Level-Up, yay. Ja, ist glaube ich klar, was ich mache, oder? Nochmal OP, denn ich bin zu blöd, um nochmal BP zu leveln. Yippie. Und wisst ihr, was das jetzt bedeutet? Das wiederum bedeutet, dass ich zwei Orden ausrüsten kann. Und ich endlich testen kann, ob die miteinander funktionieren. Was? Eispower war ein Orden? Mare nimmt keinen Schaden beim Sprung auf brennende Gegner. Erhöht Angriffskraft gegen vorige Gegner auf 1. Und senkt denen durch diese Gegner zugefügten Schaden um 1. Oh, das ist ein geiler Orden für nur einen OP. Ups. Achso, den Soundeffekt wollte ich noch ausprobieren. Mario piepst wie eine Maus. Würschlag. Ja, brauche ich nicht unbedingt. Aber ich wollte unbedingt, Sparblüte ist auch geil. Oh, Sparblüte ist eigentlich auch voll geil. BP-Bedarf wird um 1 gesenkt und das hier ist das gleiche für Partner. Warum auch immer in diesem Spiel alles so getrennt ist, egal. Diese beiden Orden. Ich wollte unbedingt wissen, ob man die kombinieren kann. Und den tue ich auch nochmal rein. Weil es kann. Ah! Oh, alles okay, Badon? Ja, okay, dem geht's gut. Ihm geht's super. Keine Sorge, Freunde. Kein Problem. Ich mag das sogar. Ich behalte das. Oh. Sieh mal einer an. Ja, der Superpilz. Ne, den meine ich nicht. Und den A-V-Plus-Orden auch nicht. Senkt Angriffskraft um 1, erhöht Verteidigung um 1. Wer es mag. Sondern mal wieder so eine Kiste. Oh, Nanu. Auch in der Hölle gibt es Engel. Ich dachte schon nie würde jemand kommen. Was? Ich soll mir das Gerede sparen und dich endlich verfluchen? Aber woher wusstest du das? Ist okay, Bro. Aber reg dich nicht auf, ja? Lass mich einfach in Ruhe meinen Text aufsagen. Also, ich war verdammt lang in dieser Kiste und es war ziemlich öde, so ganz allein. Bro, komm zum Punkt. Was, hast vor mir schon drei andere Geister getroffen? Und du denkst das ganze Prozedere schon auswendig? Mann, was soll denn das? Du bist auch ein ziemlich kranker Typ, oder? Hast du drei Truhen öffnest? Ah, schon gut verstanden. Dabei hatte ich mich so oft ein dummes Gesicht gefreut, wenn du die Truhe öffnest. Ah, so gut. Bring mir ganz einfach den Schlüssel. Du weißt ja, wie er aussieht. Im Moment haben ihn die Geister, die gleich erscheinen. Mach sie ganz einfach fertig. Ja, viel Glück. Oh, das ging schnell. Schön. Miep, miep. Der Mäusehammer macht Hammerschaden 7 durch 9 Orden. Was, das heißt, dass die Orden funktionieren miteinander? Nein, tun sie nicht. Hä? Ich kann jetzt weder Sprungangriffe noch Hammerangriffe machen. Okay, die Orden waren dumm zu kaufen. Hast du das Kleingedruckte lesen sollen? Verdammt. Aber irgendwie lustig. Zeitbombe. Drück den richtigen Moment A. Okay, das ist ziemlich kacke. Ich meine, die Bomben sehen cool aus, aber das ist ziemlich kacke. Wenn er mich fragt. Das gefällt mir gar nicht. Ja, ich schätze, ich kann nur ein Item jetzt einsetzen, ne? Hier, ein Tarncape für dich. Bitteschön, du Held. Okay, sieht man nicht. Wackelt so. Lässt Angriffe öfter daneben gehen, heißt es. Aber bisher geht nichts daneben. Oh, er hat ein Item dabei gehabt. Nein, der heilt sich. Natürlich tut er das. Ja. Geht jetzt auch mal in die Luft. Ja, erst am Ende der nächsten Runde hochgehen. Oh, toll. Wie viel Schaden macht Bombe auf die? 6. Ja, Mario ist gerade ziemlich useless in diesem Kampf, ne? Ach, wisst ihr was? Ich will aber wissen, wie viel Schaden die Bomben machen. Ich will erstmal drauf warten.
ist öde. Hab ich noch Items? Ja, ich hab noch Items. Ne? Ich habe so einen Hartpanzer. Hier, kannst du auch haben. Bitteschön. Nimm ihn. Zieh ihn dir an. Jetzt wackelt er noch mehr. Ich krieg mich niemals. Wir müssen den alten Sack beschützen, natürlich. Noch einen Wein werden wir wahrscheinlich nicht finden, ja? Oh, daneben. Da hat mal wirklich was gebracht. So, geht's jetzt in die Luft? Peace. Ja. Okay, pro Bombe 4 Schaden. Wenn ihr gut seid mit dem Timing mit diesen Bomben, dann ist nice. Ich meine, ich habe es gerade zum ersten Mal eingesetzt. Aber trotzdem, irgendwie habe ich es nicht verstanden. Weil weiter runter geht ja nicht. Soll ich vielleicht nach ganz oben ziehen, damit der weiter vorne landet? Keine Ahnung. Das ist sowas, das würde ich lieber beim Trainingstoad ausprobieren wollen. Vielleicht mache ich das noch. Ein schwarzer Schlüssel für die Kiste hier. Ja, sehr schön, sehr schön. Den Schlüssel hast du also. Ja, dann mach einfach auf, Mann. Jo. Du bist frei. Was ist denn Mario da mit seinen Beinen? Also, ich fange an, ja? Du kennst das ja schon. Also. Du Narr. Was passiert denn jetzt? Ich hab keine Ahnung, Mann. Oh mein Gott. Du bist also auf meine Liste eingefallen, du armer Tor. War doch gut, oder? Naja, so. Ich werde über dich einen schrecklichen Fluch herhängen, du armer Tropf. Du wirst bereuen, meine Truhe geöffnet zu haben. Und jetzt erzittere. Sei verflucht. Sag mir, kriegen wir jetzt Schwimmability? Du bist verflucht durch deine eigene Dummheit. Und wie war ich? Hat nicht wehgetan, oder? Geht's dir gut? Okay. Winde dich in Schmerz. Drückst du jetzt Y auf den entsprechenden Rampen, wirst du zum Papierboot. Lol, was? Welch grausiger Fluch. Ich werde zu einem Boot? Zunächst solltest du üben. Für Menschen ist es wichtig, immer Neues zu lernen. Du kennst eine Schiffsrampe, so wird sie aufleuchten. Ja, so ist gut. Und jetzt drück mal Y. Hä, was zum... Das muss doch wehtun. Mario hält sich zumindest vorne noch die Kappe fest. Ja, durch deine eigene Schuld. Schrecklich, oder? In diese abstoßende Gestalt verwandelst du dich. Und du kannst dich über Wasser bewegen. Alle werden dich für einen Freak halten. Aber abgesehen davon bleibt alles, wie es ist. Es ist ein harmloser Fluch eigentlich. Du kannst dich ins Boot steuern. Gute Reise, Papierschiff. Oha. Wozu braucht man schon diesen Cheep-Cheep aus dem ersten Teil, wenn man einfach selber zum Cheep-Cheep wird, zum Boot? Und wieder normal zu werden, muss in der Nähe der Rampe einfach um Y drücken. Weiß ja nicht, wo der weiße Hintergrund auf einmal herkommt bei Mario, aber okay. Na, also klappt doch. Hast du verstanden? Ja, hab ich. Danke, Mann. So, und jetzt zieh dann, Tor. Danke, und war ich gut? Ja, dann war's cool. Jetzt hau ab. Komischer Kauz, aber irgendwie in Ordnung, oder? Er ist mies in Ordnung, Mann. Das kann man so, glaube ich, festhalten. Okay, eine neue Ability. Finde das cool, dass Mario auch ganz viele Abilities bekommt und nicht alles immer nur auf den Partnern stuck ist. Da fühlt sich Mario auch noch wertvoll an. Falls das Sinn macht, was ich gesagt habe. Aber doch, eigentlich schon. Okay, ich dachte, diese Plattformen wären für Yoshi. Aber die habe ich falsch verstanden. Die sind für diese Ability, diese neue. Alright. Ja, ich hab nichts mehr wirklich zu sagen. Was zum... Oh nein. Erdbeben? Wo kommt er denn jetzt? Was zur Hölle? Wo kommen die denn her? Und ich habe meinen Orden noch ausgerüstet. Nein, warum habe ich den ausgerüstet? Ah, wisst ihr was? Dann machen wir nochmal ein Maxi-Beben, komm. Und ja, das greift die Flammen an. Weil der Maxi-Beben, der Erdbeben, der geht ja immer weiter höher. Und das erwischt die dann auch. Und dann kann Bab um die dann besiegen. Also Freunde, wenn euch diese verrückte Folge gefallen hat, dann lasst mich auf jeden Fall wissen mit einem Like oder einem Kommentar. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns diese Höhle nochmal genauer anschauen. Und hier hoffentlich rauskommen. Oder den Schatz finden. Ach man, ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Ich schätze, das ist mein Outro hier. Keine Ahnung. Ich kann mich nicht wehren, ich habe nur den Orden ausgerüstet, ich Idiot.
Ich hab so einen Challenge-Mann gerade. Oh nein. Da hab ich jetzt in die Luft gesprengt. Ziemlich. Ich kann nichts machen, Mann. Ich kann nichts machen. Bitte. Explodiere nicht. Ich brauche einen Erfahrungspunkt. Bitte. Ach, danke. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Aua.